Hallo und herzlich willkommen zu den Gameswelt News. Mein Name ist Felix Rick. Heute erzähle ich euch ein bisschen was zur PlayStation 5. Da gibt es nämlich Gerüchte, dass die eventuell durchaus bald kommen könnte. Dann habe ich ein paar Infos rund um den Far Cry 5 Season Pass und was für Inhalte uns dort erwarten. Außerdem gibt es jetzt einen Termin für die nächste Nintendo Direct und die ist schon sehr, sehr bald. Und dann hat man eventuell schon rausgefunden, um welches COD bzw. um was es beim nächsten Call of Duty geht wird. Es gibt ein neues Gerücht von Marcus Sellers. Marcus Sellers ist ein Brancheninsider, der hat in der Vergangenheit schon ein paar Sachen rausgehauen, lag dann aber teils damit auch richtig. Und der behauptet jetzt, dass bereits PlayStation 5 Development Kits an die Entwickler gegangen sind. Das sind halt die Hardware-Kits, mit denen dann die Entwickler neue Spiele entwickeln. Am 13. Februar wurde dann auch noch ein Update beim Patentamt beantragt, was die Abwärtskompatibilität angeht. Das lässt dann natürlich auch so ein bisschen drauf vermuten. Einerseits die neue PlayStation 5 kommt, andererseits diese Patentänderung, die wird dann eventuell abwärtskompatibel sein. Das ist aber alles noch mit Vorsicht zu genießen. Das sind alles Indizien, die darauf hinweisen, dass es eine neue PlayStation geben wird. Ich meine, natürlich wird eine neue PlayStation irgendwann kommen. Und die alte hat jetzt auch schon mehr als 4 Jahre auf dem Buckel, ist hier nur logisch. Aber ob das jetzt wirklich stimmt, dass da schon die Development Kits für die PlayStation 5 rausgegangen sind, das weiß man nicht, weil das alles nicht offiziell ist. Ich denke aber, da ist durchaus ein wahrer Funken dran. Nintendo verpackt ja seine Informationen gerne in einer Nintendo Direct. Und da fragt man sich natürlich immer wieder mal, wann wird es eine neue Nintendo Direct geben? Nun, ich kann euch sagen, wann. Morgen ist es soweit, am 8. März um 23 Uhr deutscher Zeit wird es eine Nintendo Direct geben. Die wird dann eine halbe Stunde lang sein. Es soll sich um die Switch als auch um den 3DS drehen. Es soll neue Informationen zu Mario Tennis Aces geben. Aber die Frage ist natürlich, gibt es neue Informationen zu vielleicht einem Metroid Prime 4 oder einem Pokémon RPG für die Switch? Tja, das weiß man leider noch nicht. Aber morgen werden wir mehr wissen. Wie gesagt, um 23 Uhr geht die Nintendo Direct dann los. Far Cry 5 wird ja in Montana spielen, das weiß man ja, aber jetzt weiß man auch, beziehungsweise kann man auch sehen, wo die DLCs stattfinden werden. Es gibt nämlich einen Trailer zum Season Pass und da werden dann so ein bisschen ausführlicher die anderen Lokalitäten des Season Passes vorgestellt. Einmal geht's nach Vietnam, dann geht's auch auf den Mars, wo man gegen Aliens kämpft und gegen Zombies geht's natürlich dann auch noch. Die müssen heute einfach am Start sein. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Sache mit dem Mars richtig cool. Das sieht grafisch auch ultra schick aus. Das werden sicherlich so eigene kleine Kampagnen sein, die noch mal ein paar Stunden lang sind. Ich freue mich da wahnsinnig drauf und finde es gut, dass man da nicht einfach nur more of the same macht, sondern unterschiedliche Sachen. Das war ja auch schon bei Far Cry 3 Blood Dragon so geil. In welche Richtung wird das neue Call of Duty gehen? Nun, wenn man den Indizien glaubt, die mittlerweile aufgetaucht sind, dann wird es wohl Call of Duty Black Ops 4. Wie komme ich nun darauf? Nun, NBA-Star James Harden wurde mit einem Cappy gesichtet, wo dann eine 4 drauf zu sehen war, ne? 4 so Striche hier oben drauf, aber eben im Stile von Black Ops 3, also ne, vom Font her und alles so. Und dann sind Fotos aufgetaucht vom Internet von Screenshots von GameStop-Rechnern, die Merchandise auflisten zu Call of Duty Black Ops 4. Und deswegen wird jetzt eben gemunkelt, ne, das nächste Call of Duty, das dieses Jahr kommt, wird Black Ops 4 werden. Das ist natürlich alles nicht offiziell, wie gesagt, Gerüchteküche. Aber in der Regel hat sich sowas dann auch bestätigt. Also ich würde damit rechnen, dass es Black Ops 4 wird. Das waren unsere Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, freue mich auf morgen, denn dann sehen wir uns wieder. Macht's gut und ciao.